gestatten, Leonardo Fioravanti. 19 Jahre jung und eines der größten Surftalente der Welt. Das Besondere, Fioravanti ist ein Exot in der Surfszene. Als erster Italiener wird der Youngster bei der am Dienstag beginnenden Championship-Tour an den Start gehen. Es war immer ein Traum von mir, mich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Ich wusste, dass ich es schaffen kann, aber ich dachte nicht, dass es so früh passiert. Seine ersten Wellen ritt der gebürtige Römer im Alter von 6 Jahren. Mit 15 wurde Fioravanti Jugendeuropameister. Eine rasante Karriere, auf die auch viele namhafte Sponsoren aufmerksam wurden. Viele sehen in ihm schon den kommenden Weltmeister. Für Leo ist alles möglich. Er ist erst 19 und hat das Potenzial für eine lange und erfolgreiche Karriere. Sein großer Traum ist es, Weltmeister zu werden. Weltmeister, genau wie Fioravantis Idol Kelly Slater. Die US-amerikanische Surflegende sammelte in ihrer Karriere 11 WM-Titel und spielte eine nicht unwichtige Rolle in der Entwicklung der italienischen Nachwuchshoffnung. Per me Kelly è sempre stato il mio idolo. Als ich mit dem Surfen begann, guckte ich mir all seine Videos an. In meinem Zimmer hängen immer noch Bilder von Kelly Slater an der Wand, die ich mit 12 oder mit 13 Jahren aufgehängt habe. Kelly Slater, che li ho messi 12-13 anni fa. Bereits 2016 trat der Italiener gegen Slater an und warf im Duell der Generationen seinen Helden 2-mal aus dem Wettbewerb. Und nun bei seiner WM-Premiere will Leonardo Fioravanti auch endlich Titel in Angriff nehmen und, wie sein Idol, Weltmeister werden.